nahtlos anschließt unser letzter Vortrag für heute, die schwierige Aufgabe oder die ehrenvolle Aufgabe, als letzter nochmal die Runde zu machen. Thorsten Peters, Aktivist gegen Überwachung, stellt von der Humanistischen Union die Kampagne Täter vom Dienst vor. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, euch die Kampagne Täter vom Dienst vorzustellen. Das ist ein Projekt von der Humanistischen Union, von der Kampagne ausgeschnüffelt. Und die Humanistische Union, die beschäftigt sich schon länger mit der Arbeit des Verfassungsschutzes, begleitet die sehr kritisch und fordert letztlich die Abschaffung, weil in der deutschen Sicherheitsarchitektur ist er nicht nur überflüssig, sondern schlichtweg schädlich und gehört abgeschafft. Ja, zu mir muss ich gar nichts mehr sagen. Ich wurde gerade schon vorgestellt. Dann fangen wir gleich an mit dem Stein des Anstoßes für die Kampagne Täter vom Dienst. Die NSU-Staatsaffäre ist allen ein Begriff. Die hat eine umfangreiche Aufarbeitungsarbeit ausgelöst. Es gab Untersuchungsausschüsse und Gerichtsprozesse. Und im Rahmen dieser Aufklärungsarbeit ist der Inlandsgeheimdienst, also mit dem beschönigenden Namen Verfassungsschutz, auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt mit einigen Skandalen. Gerade im Zusammenhang mit der NSU-Staatsaffäre kam raus, dass der Verfassungsschutz den V-Mann Tarif geführt hat. Der hat zum Beispiel im rechten Milieu Anweisungen verbreitet, wie kleine autonome Zellen für den illegalen Kampf zu organisieren sind. Und dann, als die Polizei diesem Trio auf der Spur war, war es der Verfassungsschutz wieder, der die Ermittlungen sabotiert hat und letztlich dazu beigetragen hat, dass das Trio nicht gefasst werden konnte. Als das Trio dann aufflog mit den Morden an beiden Ufes, da schredderte der Geheimdienst dann in den Tagen sofort danach die brisanten Akten, die da in Zusammenhang mitstehen, und datierte diese Vernichtungsaktion sogar zurück. Und vor dem Untersuchungsausschuss mauert er, sodass einzelne Abgeordnete schon diese Störmanöver als Täuschungsmanöver aufgefasst haben. Das ist also das Bild, was der Inlandsgeheimdienst in der Öffentlichkeit abgegeben hat im Rahmen mit der NSU-Staatsaffäre. Und das hat dazu geführt, dass jetzt die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der in den nächsten Wochen von den Abgeordneten abgestimmt werden soll. Und in diesem Gesetzentwurf heißt es explizit, die Skandale, die sich der Verfassungsschutz wieder geleistet hat, haben für die Regierung einen Gesetzgebungsbedarf erkennbar gemacht. Und mit diesem Gesetzentwurf soll jetzt das Vertrauen der Bevölkerung in den Geheimdienst wiederhergestellt werden oder gestärkt werden. Das ist also der Anspruch, den die Regierung an diesen Gesetzentwurf stellt. Und für mich war dieser Gesetzentwurf ausschlaggebend dafür, dass ich mich ehrenamtlich jetzt da dieser Kampagne ausgeschnüffelt, angeschlossen habe, um das Projekt Täter vom Dienst durchzuziehen, mit dem wir nach Kräften versuchen, genau diesen Entwurf zu verhindern. Gut, diesen Entwurf müssen wir uns also genau anschauen, um überhaupt die Kampagne zu verstehen. Und weil es ein Gesetzentwurf ist, habe ich mir einen Experten dazu geholt, der uns das anschaulich und umgangssprachlich erläutern wird. Burkhard Lischka ist ein Jurist, ist der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und er ist eigentlich der entscheidende Mann für den Gesetzentwurf, denn wenn er den Daumen nach oben macht, dann kommt er auch durch. Und wenn er den Daumen nach unten macht, dann fällt dieser Gesetzentwurf durch. Ja, er wird es uns also sehr anschaulich gleich erläutern. Und ich habe noch einen schönen Beispielfall, an dem sich das Gesetz nachher auch messen lassen muss. Und zwar Carsten Czepanski alias Piatto. Das ist sozusagen ein Glanzlicht von V-Mann, der auch im Rahmen dieser NSU-Staatsaffäre mit den Untersuchungsausschüssen herausgearbeitet wurde. Der wurde zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er versuchten Mord an einem Nigerianer begangen hat. Und kurz nachdem er dann in Haft war, hat der Verfassungsschutz ihn angeworben als V-Mann, hat ihn dann, diesen Schwerkriminellen, möglichst schnell wieder zurück in die rechte Szene gebracht, also mit den Freigängen gleich wieder drunter gemischt. Und dann am Ende, also nach 2/3 dieser Haftzeit, hat der Verfassungsschutz dafür gesorgt, dass er vorzeitig rauskommt, indem er das zuständige Gericht, das darüber entscheiden sollte, getäuscht hat. So viel die Arbeit zum Verfassungsschutz zu diesem schwerkriminellen Mann. Und in dem Abschlussbericht zum NSU-Untersuchungsausschuss hat die SPD eine Stellungnahme verfasst, in der heißt es wortwörtlich, Czepanski hätte niemals als V-Person verpflichtet werden dürfen. So, also der Gesetzentwurf, den wir jetzt gleich besprechen wollen, der muss sich an dem Fall messen, denn so ein Fall darf nicht wieder vorkommen, und wir werden noch im Laufe des Abends ein paar von den
Sachen erfahren, die der Szczepanski in seiner, nach seiner Freilassung dann so an, alles angestellt hat. So, also die erste Frage an Herrn Liszka und die ganzen Aussagen, die ich jetzt von Herrn Liszka bringe, stammen aus einem Interview, kommen also alles nachschlagen. Die erste Frage an Herrn Liszka: Kann ein Fall wie Szczepanski wieder vorkommen? Kann so ein Schwerkrimineller wieder als V-Mann eingesetzt werden und umtriebig werden? Herr Liszka meint, es gibt klare Regelungen, wer angeworben werden darf oder was ein K.O.-Kriterium für eine Anwerbung ist, zum Beispiel eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Das ist sehr schön. Mit einer klaren Regelung kann man was anfangen und mit der klaren Regelung, dass es bei einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung keine Anwerbung gibt, kann ein Fall wie Szczepanski nicht mehr auftreten. Eine sehr schöne Aussage, klare Aussage, und wir wollen mal zum Abgleich einen Blick in den Gesetzentwurf werfen, der hier einschlägig ist. Darin heißt es über V-Leute: Im Bundeszentralregister eingetragene Verurteilungen wegen eines Verbrechens oder einer Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, schließen Anwerbung und Einsatz grundsätzlich aus. Also tatsächlich, bei fehlender Bewährung keine Anwerbung. Jetzt schauen wir uns genau an, welche Leute kommen denn jetzt eigentlich weiterhin in Frage als V-Leute. Na, das können zum Beispiel Verurteilte sein, die Körperverletzung begangen haben, Sachbeschädigung, unerlaubter Waffenbesitz, Drogenhandel, all diese Sachen. Wer sich dessen schuldig gemacht hat, kann weiterhin als V-Mann arbeiten. Denn wer sowas gemacht hat, ist zumindest als Ersttäter, kommt aus Bewährung wieder frei und erfüllt damit das Kriterium, nach dem Gesetz zusammen mit dem Geheimdienst arbeiten zu können. Sprich, uns wird immer gesagt, jetzt ist Schluss, mit Kriminellen wird nicht mehr zusammengearbeitet, die scheiden aus als V-Leute. Fakt ist, wir haben es jetzt legalisiert. Wir können mit Kriminellen zusammenarbeiten, sagt der Verfassungsschutz. Jetzt muss er sich nicht mehr rechtfertigen dafür. So, also soweit ist es schon mal erlaubt und legalisiert. Aber, und jetzt ist die Frage, ist das jetzt eine klare Regelung, so wie Herr Liszka gemeint hat? Gibt es hier Juristen unter uns? Also ich sehe jetzt keinen, der sich meldet. Dann möchte ich einfach mal auch als Nicht-Jurist sagen, hier steht ein Wort, das heißt grundsätzlich. Grundsätzlich ist so ein Füllwort in der Umgangssprache, nicht, wenn man mal gerade nicht weiß, wie der Satz weitergehen soll, dann sagt man irgendwie so ein Füllwort grundsätzlich und dann schaut man, wie das so weitergeht. Das ist bei den Juristen etwas anders, da hat jedes Wort seine Berechtigung und seine Bedeutung. Und wenn grundsätzlich in einem Gesetz drin steht, dann bedeutet es bei den Juristen, dass es Ausnahmen gibt. Und wenn es Ausnahmen gibt, dann fällt mir da ein Fall spontan ein, der dazu passt. Szczepanski, der war schon damals als Ausnahme gehandelt worden und der wäre es also heute wieder und könnte jederzeit nach dem neuen Gesetzentwurf wieder als V-Mann angeworben werden. Mit diesem Gesetzentwurf haben wir nichts verbessert an der Situation, im Gegenteil, wir haben diese schlimme Situation, die wir skandalisiert haben in den letzten Jahren, haben wir jetzt legalisiert. Das Gegenteil eigentlich, was die SPD fordert, denn die hat explizit geschrieben, sowas darf nicht wieder vorkommen. Ja, das ist eine erstmal unglückliche Formulierung im Gesetzentwurf, aber vielleicht gibt es ja noch bessere. Herr Liszka, was steht denn noch im Gesetz drin? Herr Liszka meint, der Gesetzentwurf zieht eine klare Linie, dass Straffreiheit nicht in Betracht kommt, wenn die Rechte Dritter betroffen sind. Na gut, also das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht? Wenn jemand eine Straftat begeht und jemand schädigt am Eigentum oder durch Körperverletzung, dass er dann bestraft wird. Okay, aber tatsächlich steht im Gesetz drin, in dem Entwurf, zumindest für sozusagen szenetypische Straftaten gibt es Straffreiheit. Und bei diesen szenetypischen Straftaten ist tatsächlich ausgeschlossen, steht so drin, die Rechte Dritter dürfen dabei nicht verletzt werden. Aber es gibt noch einen anderen Paragraphen im Gesetzentwurf. Und da steht drin, die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung von dem Einsatz begangenen Vergehen absehen oder eine bereits erhobene Klage in jeder Lage des Verfahrens zurücknehmen und das Verfahren einstellen. Das heißt auf Deutsch, es bleibt straffrei, wenn, und jetzt kommen so schwammige oder selbstverständliche Bedingungen, also diese Straftat muss von der Bestrebung erwartet worden sein. Na klar, also eine gewalttätige Bestrebung erwartet eine gewalttätige Straftat. Es muss verhältnismäßig sein. Na, das ist so schwammig, da kann jeder sagen, okay, es ist verhältnismäßig, es ist keine Einschränkung. Und dann gibt es in dem Gesetzentwurf noch zwei konkrete Einschränkungen, die heißen, ein Absehen von der Verfolgung ist ausgeschlossen,
wenn eine höhere Strafe als ein Jahr Freiheitsstrafe zu erwarten ist oder wenn es nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde. Also das ist letztlich der Rahmen, der gesteckt wird für Straffreiheit. Und was fallen dann für Straftaten noch darunter, die sozusagen straffrei ausgehen können? Na, die üblichen Sachen. Körperverletzung, Sachbeschädigung, unerlaubte Waffenbesitz, Nötigung und so weiter. Das alles kann straffrei bleiben. Das sagt das neue Gesetz. Wenn wir jetzt auf unerlaubter Waffenbesitz zu sprechen kommen, da fällt mir sofort wieder jemand ein. Den kennen wir schon irgendwoher. Der hat tatsächlich, Schepanski hat tatsächlich illegal Waffen besessen und weitergegeben. Und nach diesem Gesetz wäre das in Zukunft legal. Ja, er könnte damit, also es wäre nicht legal, sondern er könnte damit straffrei davonkommen. So, also wieder ein sehr unbefriedigender Paragraph, aber vielleicht gibt es ja doch noch den eine oder andere Einschränkung in dem neuen Gesetz. Und was meint Herr Lischka dazu? Was gibt es denn da noch? Er sagt, es gibt klare Regelungen, wann die Zusammenarbeit mit V-Leuten zu beenden ist. Jetzt sagt er schon wieder klare Regelungen. Ich glaube, von klar haben wir schon eine ganze Menge mitbekommen. Da wissen wir schon, was wir erwarten können, wenn er von klaren Regelungen spricht. Schauen wir uns mal an. Sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass verdeckte Mitarbeiter rechtswidrig einen Straftatbestand von erheblicher Bedeutung verwirklicht haben, soll der Einsatz unverzüglich beendet werden. Über Ausnahmen entscheidet der Behördenleiter oder sein Vertreter. Also, Straftaten von erheblicher Bedeutung, das könnten Terroranschläge sein, das könnten Anstiftungen zu Terroranschlägen sein, die kann der Verfassungsschutz decken und durch die Weiterbeschäftigung dieses V-Manns dann letztlich sogar bezahlen. Das sagt dieser Paragraph. Und da haben wir wieder diesen alten Fall Schepanski, mein Lieblingsspitzel. Der wurde beschuldigt, zu einem Bombenanschlag angestiftet zu haben. Das ist was ganz Ordentliches, ne? So eine Art Terrorakt. Und der kann zukünftig gedeckt werden, der muss dann nicht ausgeliefert werden, er kann sogar dafür bezahlt werden. Also, soweit wir es gesehen haben, ist das Gesetz an der Messlatte Schepanski schlichtweg durchgefallen. Also solche Fälle, solche Skandalfälle, wie sie herauskamen, die können weiterhin vorkommen. Aber zum Glück ein Hoffnungsschimmer. In der Stellungnahme zum NSU-Abschlussbericht fordert die SPD, dass Einsätze von V-Leuten aufgrund ihrer großen Missbrauchsgefahr in Zukunft nicht mehr allein in der Behörde entschieden werden dürfen, auch nicht mehr allein vom Innenministerium abgesegnet werden dürfen, sondern von einem externen Kontrollgremium, zum Beispiel der G10-Kommission, genehmigt werden muss. Das ist die Forderung und die ist tatsächlich extrem wichtig, damit solche Vorfälle, wie wir sie eigentlich seit Bestehen des Verfassungsschutzes kennen, nicht wieder vorkommen. Das wäre sozusagen eine echte Hemmnis, diesen krassen Auswüchsen dann etwas entgegenzusetzen. Und deswegen, weil es die SPD also offiziell gefordert hat, ist schriftlich festgelegt, bin ich gespannt, wie sich das jetzt im Gesetzentwurf niedergeschlagen hat. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das sieht jetzt ein bisschen blass aus. Herr Lischka, hat die SPD diese Forderung umgesetzt? Nee, die ist außen vor geblieben. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, das neue Geheimdienstgesetz im Überblick. Der Geheimdienst darf Kriminelle, sogar Schwerkriminelle, als V-Leute anwerben und führen. Der Straftaten von diesen Leuten können straffrei bleiben. Und selbst Straftaten von erheblicher Bedeutung können vom Geheimdienst gedeckt, sogar bezahlt werden. Und es gibt keine Kontrolle des Ganzen. So, Freunde. Das ist ein Freischein für die Besorgung der schmutzigen Politik. Nein, das sind nur 3-4 Sachen, die ich rausgepickt habe aus dem Entwurf. Der Entwurf ist sehr viel umfangreicher. Er hat sehr viele datenschutzkritische Aspekte drin und zum Beispiel unsere Bundesdatenschutzbeauftragte, von der man eigentlich recht wenig gehört hat, die hat hier auch schon einen Einspruch erhoben und gesagt, Achtung, Achtung, verfassungswidrig aus Datenschutzgesichtspunkten. Jo, da hat dann die Union erstmal die nette Dame von der öffentlichen Anhörung ausgespart. Und ich möchte mal behaupten, die Dame ging noch recht glimpflich aus, denn noch ist dieses Gesetz ja nicht in Kraft. Upsa.
Aber wenn es mal in Kraft ist, dann hat die Regierung hier ganz andere Maßregelungen zur Hand als nur eine Aussperrung. Das ist also der Gesetz, der hat mich ziemlich aufgewühlt und deswegen habe ich mich ja dieser Kampagne angeschlossen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie der Verfassungsschutz offiziell auftritt, dann sagt er, er hat eine wichtige Funktion für die innere Sicherheit. Er sammelt letztlich nur Informationen, um als Frühwarnsystem tätig zu sein. Und mit diesem Image, mit dem präsentiert er sich, aber ich bin sehr froh über eine ARD-Dokumentation von Katja und Clemens Riha, die heißt V-Mann-Land, lief auf der ARD am 20. April dieses Jahres, kann immer noch in der Mediathek angeschaut werden und das empfehle ich allen, diesen Film anzuschauen. Die haben nämlich Folgendes gemacht, die haben ehemalige V-Leute aufgespürt und vor der Kamera interviewt und da kamen doch recht sensationelle Aussagen zum Vorschein. Ich will da mal ein paar draus rauspacken und die zeigen uns, wie der Verfassungsschutz offenbar tatsächlich arbeitet, ohne dass er das in der Öffentlichkeit groß zugibt oder kommunizieren will. Kai-Uwe Trinkaus ist ein V-Mann im rechten Spektrum gewesen und der hat, das war ein Vorfall, da hat die Antifa eine Nazi-Kneipe gestürmt und er hat von seinem V-Mann-Führer die Beteiligten, die Namen von den Beteiligten an diesem Angriff ausgehändigt bekommen. Also er sagt aus, ich habe damals im Nachgang eines Überfalls diese Liste vom Mitarbeiter des Landesamtes bekommen, der mich diese Liste abschreiben ließ mit dem Namen und dem Hinweis, jetzt kommt's, dass ein paar hinter die Ohren noch keinem geschadet hätten. Ist das Informationsbeschaffung oder ist das Frühwarnsystem? Kann mich gerade nicht so entscheiden, aber sicherlich ist es ein Beitrag zur inneren Sicherheit, wenn man sagt, okay, die Sicherheit der Regierung ist ja ein Teil der inneren Sicherheit und wenn sich die oppositionellen Lager gegenseitig bekämpfen, dann ist wenigstens die Sicherheit der Regierung ja einigermaßen in Frieden und gewährleistet. Vielleicht ist es das. Wir haben noch andere. Kai Dalek, der sagt von sich selbst, er war eigentlich gar kein Rechtsextremist, kommt gar nicht aus der Szene. Der hat sich einfach mal ein Taschengeld, also als V-Mann, anwerben lassen und wurde dann gezielt in die rechte Szene eingesetzt, mit dem Ziel, also eine Kameradschaft aufzubauen. Das hat er gemacht in Bayern. Der hat also letztlich gewaltbereite Charaktere aus dem Land zusammengesucht, zu einer Kameradschaft zusammen geschmiedet und der sagt dann, ich habe immer versucht zu schauen, dass sich diese Szene nicht zu stark radikalisiert oder militarisiert. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, dass sie einen gewissen Einfluss haben. Wenn sie zum Beispiel 2 Wochen mal nicht da waren, dann kann das schon passieren, dass sich die ganze Szene verselbstständigt. Also er baut die Szene auf und der Verfassungsschutz weiß, wenn er diesen Mann von der Szene rauszieht, nach 2 Wochen knallt's unter rechtem Namen. Vielleicht ganz praktisch, darüber verfügen zu können. Michael von Dolzberg ist auch ein sehr interessanter Fall, der schreibt gerade ein Buch, da bin ich schon sehr gespannt. Da wird einiges hoffentlich auffliegen. Und er hat schon vorab in dem V-Mann-Land-Dokumentation ein paar Aussagen getätigt. Unter anderem sagt er, im Prinzip kann man fast sagen, dass die halbe Führungsriege der Neonazi-Szene aus Leuten im Staatsauftrag bestand. Und dann kann man fragen, wenn diese Leute weg wären, was wäre von der Neonazi-Szene noch übrig gewesen? Wo wäre die Neonazi-Szene heute und was haben wir gemacht? Wir haben die Nazi-Szene aufgebaut. Das sagt also ein V-Mann, der es eigentlich wissen muss, der behauptet, die Nazi-Szene, die Neonazi-Szene ist ein Produkt des Geheimdienstes. Das sollte uns zu denken geben. Und eine weitere sehr interessante Aussage macht er auch. Er sagt, ich habe im Prinzip im Auftrag des Staates Leute dazu gebracht, Straftaten zu begehen. So. Im Prinzip ist ja Anstiftung schon selbst eine Straftat, aber er sagt, nee, ich habe die Straftat also nicht selber gemacht, sondern ich habe andere dazu bewogen. Das ist jetzt interessant. Im Geheimdienstjargon heißt das die Kunst der Lücke. Wenn so eine Straftat auffliegt und ermittelt wird, ja, dann war es nicht der Geheimdienst, sondern war es jemand anderes. Und dann gibt es keinen Skandal. Und diesen Umstand machen sich die V-Leute. Die V-Leute tragen ja auch das persönliche Risiko, wenn sie selbst die Straftat machen, dann sind sie auch hinterher haftbar, wenn sie selbst ins Visier der Justiz kommen. Nicht? Was sind jetzt die Folgen,
des neuen Gesetzentwurfs. Mit diesem Hintergrundwissen wollen wir mal anschauen, was wir erwarten können. Das ist die heutige Situation erst noch. Die V-Leute tragen ein persönliches Haftungsrisiko. Soweit sind die also eingedämmt in ihrer Handlungsfreiheit. Und der Geheimdienst, der trägt das Risiko eines Skandals, wenn die polizeilichen Ermittlungen beginnen oder die Gerichtsverhandlungen, dann kann einiges zutage kommen. Und um Skandale zu vermeiden in ihrer Arbeit, betreiben sie ordentlichen Aufwand davor, dass sowas nicht rauskommt. Also da warnen sie schon mal, da warnen sie die V-Leute zum Beispiel rechtzeitig vor einer Polizeirazzia, da lassen sie die Leute vor den Gerichtsprozessen verschwinden oder behindern ganz allgemein die Polizei bei der Aufklärungsarbeit. Das ist die Situation heute. Wir haben also eine Eindämmung, gewisse Restriktionen, dass der Geheimdienst nicht ganz frei arbeiten kann, was er gerne machen möchte. Aber mit dem neuen Gesetz sieht die Sache so aus. Das persönliche Haftungsrisiko für die V-Leute sinkt beträchtlich, weil sie auf einmal damit rechnen können, dass sie straffrei bleiben. Das heißt, die Neigung wird zu mehr Gewalt gehen und die Zurückhaltung wird entsprechend abnehmen. Und für den Geheimdienst, da sinkt das Risiko für einen Skandal, weil Gerichtsprozesse ja schon gar nicht mehr, oder weil das Risiko eines Gerichtsprozesses stark sinkt, weil der gar nicht mehr zustande kommt, wenn der schon vorzeitig abgesagt wird durch die Staatsanwaltschaft. Das heißt, das fällt weg und die Folge, der Anreiz ist, dass der Geheimdienst häufiger und bedenkenloser gewalttätige V-Leute einsetzen kann. Das ist halt das Unmittelbare, was man ableiten kann aus diesem Gesetzentwurf. Und um es auf einen Punkt zu bringen, was können wir jetzt erwarten mit diesem Gesetzentwurf? Ja, das sind also die Straftaten jetzt im Namen des Staates. So, das ist die Situation, wenn das Gesetz durchkommt. Und dagegen gibt es ja jetzt zum Glück eine Kampagne. Täter vom Dienst. Wir haben schon einiges unternommen. Dieser Gesetzentwurf ist eigentlich sehr drastisch und er ist irgendwie noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit angekommen. Ich glaube, er segelt einfach im Windschatten von Vorratsdatenspeicherung und den ganzen BND-Skandalen, die im NSA-Untersuchungsausschuss rauskommen. Und das ist gar nicht richtig wahrgenommen worden. Und die ganzen Bürgerrechtler und auch die bürgerrechtskritischen Journalisten, ja, die sind schon mit den anderen Sachen beschäftigt, aber das wurde noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben es probiert, wir haben einiges unternommen. Wir haben zum Beispiel alle Innenpolitiker die Stellungnahme der Humanistischen Union zugeschickt, in der wir kritisch auf diesen Gesetzentwurf und auf seine rechtsstaatlichen Unvereinbarkeiten hinweisen. Wir haben auch schon mit einer Kopf noch Politikern, Innenpolitikern gesprochen und sie darauf hingewiesen und sie sensibilisiert, dass dieses Gesetz so besser nicht durchkommen sollte. Wir haben auch auf Abgeordnetenwatch gezielt die Juristen unter den Innenpolitikern angesprochen und sie vor die Situation gestellt, dass sie jetzt öffentlich rechtfertigen müssen, ist dieser Gesetzentwurf rechtsstaatkonform oder ist das nicht? Also Juristen, wenn sie sagen, ja, das ist er, dann haben sie sich schon in der Öffentlichkeit in meinen Augen blamiert. Bisher haben wir auch noch keine Antwort auf diese Fragen bekommen. Gut, auf unserer Kampagnenseite haben wir Hintergrundinformationen zusammengestellt mit Folgenabschätzung, also im Prinzip das, was ich euch gerade schon präsentiert habe. Und wir haben auch noch ein nettes Glanzlicht. Wir haben zwei Rechtsanwälte von NSU-Opferhinterbliebenen interviewt, was die eigentlich davon halten. Na, wenn wir uns daran erinnern, der Gesetzentwurf wurde ja mit der Absicht aufgelegt, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und die Rechtsanwälte sagen mehr oder weniger, dieser Gesetzentwurf ist eine Verhöhnung des Ganzen, das ist alles andere als vertrauenserregend. Das ist das, was wir bisher gemacht haben. Und bei drei Sachen, die laufen jetzt noch oder die kommen erst noch und da bitte ich euch dann um zahlreiche Beteiligungen. Das erste ist der Aufruf mit einer E-Mail-Aktion verbunden. Jeder, der auf unserer Kampagnenseite Verfassungsschützen unterschreibt, schickt gleichzeitig eine E-Mail an den Herrn Lischka mit der Aufforderung, diesen Gesetzentwurf so nicht durchgehen zu lassen. Da bitte ich euch, alle kräftig zu unterschreiben und vor allem auch alles weiter zu verbreiten an die vielen Freude über die sozialen Netzwerke. Und die Twitter-Aktion am 8. Juni, das ist der kommende Montag, da findet die öffentliche Anhörung zu diesem Gesetzentwurf statt. Und da planen wir, ein paar Tweets abzuschicken am Morgen. Wir haben da Tweets vorbereitet, die dann unter anderem auch an die Innenpolitiker gerichtet sind. Und wir bitten einfach euch und alle, die ihr kennt und vor allem die Twitter-Schwergewichte, die sehr viele Follower haben, diese Tweets aufzugreifen, zu verschicken, dass ihr da schon mal einen virtuellen Protest an diesem Tag starten können.
Und gleichzeitig an diesem Tag gibt es dann auch einen realen Protest, und zwar vor dem Abgeordnetenhaus. Da stehen wir mit unserem Banner unter Forderung, dass das Gesetz bitte nicht durchkommt. Das ist also jetzt das Ganze gewesen, der Hintergrund zu unserer Kampagne, die Entstehungsgeschichte und was wir machen, gemacht haben, was wir machen. Eine Folie Kopenach mit einem anderen Thema. Jetzt würde ich gerne erstmal die Fragen, falls es welche gibt, abfrühstücken. Ja, erstmal würde ich sagen, vielen Dank auch dir für den Vortrag und für euer Engagement. Ja, hallo, ich bin Michael. Ich habe eine Frage, und zwar eigentlich ganz grundlegend. Das sind ja drastische Missstände, die du hier auch nochmal irgendwie schön anschaulich gemacht hast. Warum ist der Entwurf so in der Form? Kannst du dir das erklären? Also ich meine, ist da selbst keinerlei Interesse irgendwie daran, rechtsstaatliche Werte hochzuhalten? Oder ich meine, in den letzten Jahren ja inzwischen immer in der Diskussion und auch in den Medien gewesen, und eigentlich hätte ich eingeschätzt, dass da schon auf politischer Seite auf jeden Fall innovativen oder es Bestrebungen gibt, einfach diese Missstände abzustellen. Warum findet man sowas nicht in dem Gesetzesvorschlag? Wir behalten das mit dem Sammeln mal bei. Falls es noch Rückfragen oder Anmerkungen zu dem Gesetzesentwurf und der Kampagne gibt, dann bitte jetzt. Ja. Findet ihr euch auch selber schon im Verfassungsschutzbericht drin? Okay, das war's. Also zur ersten Frage. Der Verfassungsschutz hat ein größeres Budget als wir. Das heißt, seine Selbstdarstellung kommt doch weiter als wir mit unserer Darstellung. Die Politiker, zumindest ein Politiker, mit dem wir bisher sprechen konnten, und ich glaube, das ist recht stellvertretend, hält den Verfassungsschutz hoch als unverzichtbarer Bestandteil für die innere Sicherheit, als Frühwarninstrument. Und darauf will er nicht verzichten, weil er sich sagt, wenn wir dann irgendwie einen Terroranschlag haben, dann werden wir gefragt, wie konnten wir den Inlandsgeheimdienst abschaffen. Ja. Das ist halt die Vorstellung, wie sie bei der SPD herrscht, bei der CDU herrscht und leider auch in großen Teilen der Bevölkerung. Und da können solche Sachen, wie ich sie gerade dargestellt habe, die laufen unter der Wahrnehmungsschwelle, die werden so mal registriert, verwundert und dann wieder vergessen. Das ist der Fakt. Und wir wissen, dass der Verfassungsschutz als Geheimdienst nicht transparent arbeitet. Man könnte wenigstens fordern, dass er eine ordentliche Kontrolle bekommt, wenn man schon so ein Instrument hat. Auch das kommt offenbar nicht durch. Die SPD fordert es vor der Wahl, vergisst es nach der Wahl. Ich möchte behaupten, es liegt einfach am Einfluss dieser etablierten Behörde. Aber klare Aussagen kann ich dazu dann auch nicht machen. Wir sind noch nicht im Verfassungsschutzbericht, jedenfalls weiß ich davon nichts. Aber es gibt eine Liste vom Innenministerium oder vom Verfassungsschutz, wo alle Bestrebungen aufgelistet werden, die beobachtet werden, und die ist nicht öffentlich. Da können wir nicht reinschauen. Gut, dann komme ich jetzt zur letzten Folie, weil ihr so gut durchgehalten habt, gibt es jetzt noch ein Geschenk. Eine Einladung zu einer Party, eine Snowden-Party, und zwar kommenden Samstag vor dem BND-Gebäude. Wir werden feiern unter Palmen. Sonne haben wir auch bestellt. DJs, Musik, Drinks, gibt's alles. Kommt vorbei. Und wenn ihr die Zeit nicht habt, weil der Samstag gerade schon ausgebucht ist, dann könnt ihr die nächsten Samstage kommen, denn das ist eine Daueraktion, die wir starten. Jeden Samstag wird jetzt um 16 Uhr vor dem BND protestiert, solange der in Schlagzeilen ist. Und zwar einfach mit der Forderung, der BND hat sich offenbar losgerissen von seiner Kette wie ein Wachhund. Ja, beißt jetzt das Herrchen und alle anderen noch mit dazu. Der muss also wieder an die Kette gelegt werden. Das Motto heißt BND an die Kette, und unser Protestsymbol ist die Kette. Bringt also alles mit, was rasselt und was eine Menschenkette verlängern kann, zum Beispiel euer Fahrradschloss oder was auch immer. Und beteiligt euch an der Umkettung mit der Menschenkette des BND. Wir haben auch eine passende andere Kette dazu gebastelt. Die haben wir letzten Samstag vorgestellt, 13 Meter lang. Und die sollte doch schon mal ein Anfang sein, um den BND endlich wieder unter Kontrolle zu bringen. Also kommt zahlreich und nächsten Samstag erstmal die Snowden Party. Dankeschön. Ja, lieber Thorsten, vielen Dank.